Herr Heim, was lösen diese Bilder aus, wenn Sie sie betrachten? Es sind ja Kampfhandlungen, die in der Normandie anlässlich der Invasion stattgefunden haben. Ja, das weckt natürlich zuerst mal Erinnerungen, nicht? Ich war zwar nicht am ersten Tag dabei, aber kurz danach und habe das miterlebt und bin dann auch sofort in Aktion gegangen auf dem Gebiet, für das ich verantwortlich war und auf dem ich gearbeitet habe während des ganzen Kriegs bis zur Elbe, auf dem Gebiet der Psychological Warfare, der psychologischen Kriegsführung. Wie sehen diese Erinnerungen aus? Was ist das für ein Gefühl? Ist es sehr weit entfernt, wenn Sie das sehen? Sie waren damals ungefähr 30 Jahre alt, ein junger Mann. Und es ist unglaublich nah, muss ich sagen. Nun habe ich gerade vor kurzer Zeit, oder in den letzten 2, 3 Jahren, mich ganz intensiv wieder damit beschäftigt, weil ich ein Buch darüber geschrieben habe, also über mein Leben. Aber trotzdem, während der ganzen Zeit, das ist das Merkwürdige, war mir diese Periode meines Lebens sehr nah, wahrscheinlich weil man damals so intensiv gelebt hat, weil man im Angesicht des Todes war, das ist ja ganz klar. Der Schriftsteller Stefan Heim wird 1913 als Helmut Flieg in Chemnitz geboren. Sein Vater ist Kaufmann. 1931 muss der Oberprimaner das Gymnasium in Chemnitz verlassen, weil er in einem Gedicht die Reichswehr angreift. Über Berlin und Prag emigriert er nach Amerika. Heim wird amerikanischer Staatsbürger und Soldat in der amerikanischen Armee. Er wird der Psychological Warfare, der Abteilung für psychologische Kriegsführung, zugeteilt und macht den US-Vormarsch von der Landung in der Normandie bis zur Befreiung Deutschlands mit. Seine Erlebnisse hält Heim in dem Roman Bitterer Lorbeer fest, der 1948 in den USA erscheint und ein Bestseller wird. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. L'Afghanistan est désert. La vache soupire. La cigale prend les métros. Le requin avale la truite. This is Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, General Dwight D. Eisenhower. People of Western Europe. A landing was made this morning in France by a troop from the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe. Warum haben Sie es geschrieben zu dem Zeitpunkt? War der Druck einfach wichtig und ich war einer der wenigen, der es schreiben konnte. Wie viele Schriftsteller, die ein bisschen schriftstellerische Erfahrung hatten, waren denn dabei gewesen, hatten das alles miterlebt. Und besonders an einer Stelle, wo sich die Interessen und das ganze Geschehen immer wieder überschnitt. Sie haben sich da als Zeitzeuge auch verstanden? Nein, also der Begriff Zeitzeuge existierte damals noch gar nicht. Das ist eine kürzliche Erfindung, nicht? Und alle machen jetzt Zeitzeugenfilme und reden von Zeitzeugen. Nein, es war einfach für mich eine Notwendigkeit, das zu tun. Und ich habe nicht im Sinne gehabt, ein Dokument für die Zukunft zu schaffen, sondern einfach zu erzählen, was sich da ereignet hat und worum es ging. Dieses Flugblatt ist eines von vielen, die Stefan Heim an den Feind, an den deutschen Soldaten richtet. Unsere Kanonen haben gesprochen. Das ist die Sprache Amerikas am 4. Juli 1944. Am 4. Juli 1776 wurden die Vereinigten Staaten als Nation geboren. Eine Nation von freien Menschen, gleich vor dem Gesetz und willens, sich selbst zu regieren. Für diese Rechte und für diese Freiheiten haben wir 1776 Krieg geführt. Und für diese Rechte und Freiheiten kämpfen wir heute. Denn wo immer diese bedroht sind, sind auch wir bedroht. Wo immer die Würde des Menschen verletzt wird, empfinden wir es, als träfe es uns selbst. Wo immer Menschen unterdrückt werden und leiden, sind auch wir betroffen. Weil unsere Nation so geartet ist, sind wir in Europa gelandet. Kein Tyrann soll sich unterfangen,
seinen Willen einem Volke, Europa oder der Welt aufzuzwingen. Nicht nur Flugblätter, sondern auch Frontzeitungen, deren verantwortlicher Redakteur Hans Habe ist, werden in Millionen Exemplaren über den deutschen Linien abgeworfen. Unter den Umständen haben wir schon das Beste gemacht, was ich machen ließ. Und dann mussten wir ja Erfahrung sammeln. Wie schreibt man denn ein Flugblatt, das wirksam ist? Die Wirksamkeit konnten wir überhaupt erst erfahren, nachdem wir Gefangene hatten, die wir verhören konnten. Nicht? Und so weiter und so fort. Das hat sich im Lauf der Zeit herausgebildet. Auch die Idee zum Beispiel einer Frontzeitung für die deutschen Lanzer. Nicht? Das war eine Idee, die haben Habe und ich gemeinsam entwickelt. Und dann wurde es gemacht. Das war das Schöne dabei. Wir hatten die Ressourcen einer ganzen großen Armee. Nicht? Und wenn wir etwas machen wollten, dann wurde das also irgendwie zustande gebracht. Dann wurden besondere Granaten entwickelt, die man mit Flugblättern vollstopfen könnte und die dann also explodieren würden über der Erde und das verschütten würden und so weiter und so fort. All das waren Dinge, die erst im Laufe der Zeit entwickelt wurden, die sich aber als außerordentlich gut und wirksam erwiesen. In seinem Roman Bitterer Lorbeer, der in der DDR unter dem Titel Kreuzfahrer von heute erschienen ist, schildert Heim die Gefühle amerikanischer Soldaten bei den Kämpfen in der Normandie. Es gibt Leute, die Millionen in diesem Krieg verdienen. Und dann gibt es Männer, für die es ihr Recht zu leben bedeutet. Dafür kämpfen sie. Aber indem sie für dieses Recht kämpfen, setzen sie sich auch für die Profite der ersten Gruppe ein. Und es gibt Soldaten, die machen mit, einfach weil sie einberufen wurden. Dieses Gefühl, hoffnungslos hineingezogen zu sein, machte die Leute bitter, vor allem, da sie nur bei seltenen Gelegenheiten erkennen konnten, warum sie in dieser Weise hineingeraten waren. Warum? Warum? Wer entschied, dass du den Kopf hinhalten musst und zu den wenig Auserwählten gehören sollst, die ihr Leben aufs Spiel setzen dürfen? Und wer entschied, dass gerade du von einer Granate zerrissen wirst, dass deine Gedärme umherspritzen und dein Blut die Erde fett machen soll? Ein Soldat konnte nur dann noch gutmütig sein, wenn er entweder sehr dumm oder sehr fatalistisch veranlagt war oder wenn er sehr weise war und die Gründe für alles erkannte. Selbst wenn er sehr weise war und die Gründe für den Krieg und dessen Positives sah, so stand er doch jeden Tag der Notwendigkeit gegenüber, Erklärungen für sehr viel kleine Ereignisse zu finden, die der Krieg auch hervorbrachte. Ereignisse, die überhaupt keinen Sinn hatten. Bei mir war völlig klar, dieser Hitler, dieser Narzissmus muss geschlagen werden für alle Zeiten. Es gab natürlich auch bei uns Leute, die nie über diese Dinge nachgedacht hatten, für die die Frage Nazis nicht, also völlig bedeutungslos war, die nur es als lästig und unangenehm empfanden, dass sie über den Ozean hinübergebracht wurden und in eine Gegend, wo geschossen wurde und wo man eventuell verwundet oder gar getötet werden konnte. Nicht? Und die wenig Sinn darin sahen. Nicht? Ich erinnere mich auch an Negertruppen, die das überhaupt nicht erkannten, nicht? Die sich nur darüber freuten, dass dort die Weißen aufeinander schossen. Nicht? Also es gab alle möglichen Motive. Und dann war die Frage, was war der Sinn des Krieges? Was würde dabei herauskommen? Nicht? Die ganzen Fragen, die dann später bei der Arbeit der Militärregierung oder bei der Arbeit der Zeitungen, die wir dann machten, diese ersten Zeitungen deutscher Sprache, für die deutsche Bevölkerung. Dabei spielte das eine Rolle, was würde werden und so weiter. Aber die Fragen immer nach Zweifeln, sie wollen in meiner Psyche herumpuppeln, nicht? Das geht nicht, das habe ich nicht gehabt dabei, nicht? Sondern ich habe gewusst, worum es geht. Nicht? Vielleicht war ich einer der wenigen, der das wusste. Es gab Kameraden auch in der Psychological Warfare, die nicht eine solche
sichere Haltung hatten wie ich. Aber das waren wenige. Auf den meisten Feldern lagen nun Truppen. Jede kleinste Deckung wurde ausgenutzt und so drängten sich die Männer dicht an die Hecken und gruben sich Löcher in den von Wurzeln durchzogenen Boden. In der Normandie musste der Mann sich von Hecke zu Hecke vorarbeiten und die Einnahme eines kleinen Dorfes unter schweren Verlusten war bereits ein größerer Erfolg. Die Normandie war auch trotz der gelungenen ersten Landungen ein Beleg für die Zähigkeit der Deutschen gewesen. Er hatte niemals, wie die Leute in der Stadt Isigny, die Nähe der Deutschen unmittelbar ertragen müssen. Aber die Jahre des deutschen Vordringens, die bedenklichen Berichte der amerikanischen Kommentatoren und die mutlose und sinnlose Aufgabe einer Hauptstadt nach der anderen gegenüber der triumphierend lauten, marktschreierischen Stimme Berlins hatten in ihm, wie in so vielen anderen, einen fast ins Unbewusste reichenden Glauben an die Fähigkeiten des teutonischen Übermenschen entstehen lassen. Er verstand es jetzt, wie unerhört aufregend es für die Leute von Isigny gewesen war, die Deutschen laufen zu sehen. Paris schien im Schlaf zu liegen zu dieser Stunde, aber es war der Schlaf vor dem großen Erwachen. Paris war mehr als ein Ziel. Paris war ein Traum. Strategisch war der Fall von Paris unbedeutend. Es wäre sehr viel besser, einen Kanalhafen zu erobern, um den Nachschub heranzuführen. Wir wissen aber, dass der Durchschnittsdeutsche in der französischen Hauptstadt ein Symbol erblickt. Deswegen wird es ein Schlag sein, wenn die Stadt fällt. Am 14. Juni 1940 waren die Deutschen in Paris einmarschiert. Die Stadt hatte sich kampflos ergeben. Der amerikanische Offizier fürchtete sich jetzt vor seinem Einzug in Paris. Dennoch bangte ihm davor, etwas könnte ihn aufhalten. Paris war eine reife Frucht. Wenn man sie kosten wollte, musste man da sein, wenn sie fiel. Er hoffte, die Deutschen in der Stadt würden keinen Widerstand leisten. Er wusste, dass Paris sich sehr verändert hatte. Es musste sich verändert haben. Die Deutschen hinterließen ja überall ihre Spuren. Wie weit war es ihnen gelungen, dem lebendigen Leib der Stadt ihren Stempel aufzudrücken? Wie weit hatte die Bevölkerung etwas dazu beigetragen, sich selber zu befreien? Wie weit hatte sie bei den Deutschen mitgemacht? Als er in Paris einmarschierte, dachte er, der große Kreuzzug. Wir haben einem Tyrannen Einhalt gebieten wollen. Wir haben es geschafft. Er ist vertrieben. Während die Alliierten auf Paris marschieren, baut die Résistance Barrikaden. Letzte Straßenkämpfe finden noch statt, als die ersten amerikanischen Panzer in die Stadt rollen. Die deutsche Führungsspitze hat ihre Quartiere in den Luxushotels, die als Oberkommando der Wehrmacht, Gestapo-Hauptquartier und als Stadtgefängnis für Verhöre dienten, fluchtartig geräumt. Wer nicht mehr fliehen kann, muss sich ergeben.
Am 25. August 1944 marschiert nach Absprache mit den Amerikanern General de Gaulle in Paris ein. Die jungen Mädchen, die sich nun durch die Menge um das Fahrzeug herum bis an den Jeep herangedrängt hatten, waren tatsächlich aufreizend hübsch. Ob sie in Erwartung der Befreier sich vor Stunden schon bemalt, frisiert und feiertäglich gekleidet hatten oder ob sie immer so aussahen, das fragten die Amerikaner nicht. Das hätte auch keiner beantworten können. Die Mädchen waren einfach da, die Haare zu hohen Wunderwerken aufgesteckt. Unter den duftigen, bunten Kleidern zeichneten sich die Brüste ab. Sie hüpften und tänzelten erregt, um möglichst dicht an ihre Befreier heranzukommen, ihnen die Hände zu schütteln, sie zu umarmen, sie zu küssen. In ihren jungen Frauen gab sich die Straße, das Arrondissement, die Stadt ihren Befreiern hin. Nach der Eroberung von Paris befreien die Amerikaner Luxemburg und besetzen den Rundfunk, einen der stärksten Sender Europas. Stefan Heim erhält für seine Arbeit eine hohe Kriegsauszeichnung, weil er, wie es in der Urkunde heißt, unter direkter Feindbedrohung zur Demoralisierung des Feindes beitrug. Wie war das bei Ihrer Arbeit im Radio Luxemburg? Gab es da auch eine unmittelbare Wirkung? Und wie haben Sie überhaupt gearbeitet? Naja, also es war merkwürdig. Wir haben ja in Luxemburg zwei Aufgaben zu erfüllen gehabt. Einmal ein Rundfunkprogramm für die 12. amerikanische Armeegruppe, also direkte taktische Propaganda. Und zugleich noch die Zeitungen gemacht. Nicht? Das war also, ich habe selten so hart und so lange gearbeitet wie in Luxemburg, Nächte durch. Und es gab aber auch direkte Resultate, wie zum Beispiel da mit der Bevölkerung von Ensdorf und auch während der Ardennenoffensive, wo ich allein die Verantwortung trug für dieses Programm und für die Zeitung. Sehr unangenehm, wissen Sie, wenn Sie also in der Druckerei sind und eine Zeitung fertig machen und zwei Ecken von Ihnen rasseln die deutschen Tanks durch, nicht? Nicht so angenehm. Und dann habe ich also dann war in Luxemburg auch diese Verbindung von Pressearbeit und Rundfunkarbeit. Und es war eine unerhörte Erfahrung, nicht? Auch da musste man lernen. Wir hatten ja vorher nicht Rundfunk gemacht, nicht? Wie machen Sie also eine Sendung, wie machen Sie sie dramatisch, dass die Leute sie hören wollen? Nicht? Das musste alles gelernt werden. Heim macht Reportagen über die befreiten deutschen Gebiete, verhört deutsche Kriegsgefangene und lässt sie hier im Radiosender Luxemburg an ihre Kameraden appellieren, sich zu ergeben. Aber auch die deutsche Zivilbevölkerung kommt zu Wort. So hat sich eine Frau aus Ensdorf in der Nähe von Saarlouis zu den Amerikanern durchgeschlagen. Sie berichtet im Radio Luxemburg, dass fast alle Einwohner von Ensdorf, etwa 5000 Menschen, in einem Stollen auf das Ende des Krieges warten. Ich bin nur eine Frau, eine einfache Hausfrau. Ich habe nur 4 Jahre Schule besucht. Mein Mann ist Schuster. Wir, das heißt die Bevölkerung von Ensdorf, haben uns in ein Bergwerk vor den Bomben gerettet. Wir sind nur kleine Leute und haben nicht so schöne, schnelle Wagen wie der Bürgermeister und die anderen Bonzen, die alle aus unserem Dorf geflüchtet sind. Und jetzt wollen uns die Nazis auch noch unsere sichere Grube sprengen. Aber wo sollen wir hin? Die Nazis wollen uns, die eigenen Landsleute, in den Bomben- und Granatenbeschuss auf die Straße jagen. Meine einzige Hoffnung sind die Amerikaner, die uns helfen. Hört auf zu schießen! Über den Ensdorfer Stollen wird auch in der Frontpost berichtet. Für die Psychological Warfare liefert dieses Ereignis bestes Propagandamaterial. Zeigt sich doch hier, dass die deutsche Bevölkerung beginnt, sich gegen unsinnige Durchhalteparolen aufzulehnen. Stefan Heim und seine Kameraden arbeiten auch während der Ardennenoffensive weiter. Denn ihre Aufgabe sehen sie darin, die deutschen Soldaten zu bewegen, sich zu ergeben und so ihr eigenes und das Leben vieler anderer zu retten. Selten war die Verantwortung, die ein Schriftsteller auf sich nahm, so groß. Jede falsche Wendung, jeder falsche Ton mochte zur Folge haben, dass der Gegner, statt sein Gewehr wegzuwerfen, es in Anschlag brachte. Ich musste erfahren,
A, wie unsere Arbeit wirkt und was ich als Material von denen bekommen konnte für andere Sendungen, für andere Zeitungsartikel. Und das war also recht ergiebig. Und gleichzeitig aber auch habe ich auch sehr viele psychologische Studien machen können an diesen Menschen. Und vor allen Dingen ist mir da das fürchterliche Problem des kleinen Mannes zu Recht bewusst geworden. Ich habe die doch gefragt, sagen Sie mal, Sie haben doch gewusst, was Ihre Regierung da tut und was die Nazis sind und was sie tun. Und die meisten haben zugestanden, dass sie gewusst haben, zumindest teilweise. Und ich sagte, warum habt ihr nichts dagegen getan? Ja, was sollten wir denn tun? Ich war doch nur ein kleiner Mann. Das hörte ich, also das war die Standard-Aussage von allen. Und das haben die sich nicht vorher verabredet, sondern das war ihr Gefühl gewesen. Ich bin ein kleiner Mann, was kann ich tun gegen die Macht? Und das ist also eine Sache gewesen, über die ich viel nachgedacht habe. Auch für mich persönlich. Nicht? Denn wenn man ein kleiner Mann ist, ist man ein Würstchen, das ist überhaupt kein Leben. Und man ist dann nämlich mitschuldig an den Schweinereien, die die Großen machen. Gerade wenn man sich selber sagt, man kann nichts tun. Denn es ist doch so, dass 1000 kleine Leute, das sind schon nicht mehr kleine Leute, das ist schon eine Masse. Lieber Heini, wir sind alle gesund, wenn du nur recht bald kommst. Lieber Mann, der Krieg war lang genug, die Kinder sehen sich in ihrem Vater. Bis zum bitteren Ende staken die Deutschen in diesem merkwürdigen Widerspruch fest, den nur sie in ihrer besonderen Manie nicht als Widerspruch empfanden. Dass sie nämlich einerseits alle nur kleine Männer waren, andererseits aber über alles in der Welt. Welches Argument hätte man gehabt gegen die Bewusstseinsspaltung eines ganzen Volkes? Dagegen gab es nur Panzer, Geschütze, Flugzeuge und Infanterie mit Mut und Ausdauer. Und mit diesem Argument war der Krieg gewonnen worden. Aber die Krankheit blieb. Man musste es den Deutschen leicht machen, wenn es niemand auf ihrer Seite gab, dessen Befehl die deutschen Soldaten aus ihren Träumen riss und sie mit der Nase auf den wirklichen Stand der Dinge stieß, so hatten die Amerikaner diese Aufgabe zu übernehmen. The Remagen Beachhead held and grew. When the old bridge went down, there were other crossings to take its place. Hier in der deutschen Kleinstadt war der Narzissmus gewachsen, wo die Menschen aus der Armseligkeit und Enge ihres Lebens heraus sich nach einer zugleich romantischen und grausamen Gewalt sehnten. Auf einem Boden, wo Unterordnung und der Wunsch, jede Verantwortung zu vermeiden, sich in einzigartiger Weise mit dem Streben paarten, mehr darzustellen als der Nachbar. Ich bin aufgewachsen in Deutschland, war da bis zu meinem 19. Lebensjahr. Das sind prägende Jahre, nicht? Ich habe schon gewusst. Verstehen Sie, es hat mir geholfen, wenn ich mich an die Deutschen gewandt und zu ihnen gesprochen habe, hat mir das geholfen, dass ich sie so gut kannte, weil ich sie ja in mir drin hatte selber, nicht? Und das ist schon eine Sache, nicht? Man muss sich über sich klar werden, nicht? Das, was der Bing, der Sergeant Bing tut in den bitteren Lorbeer, in den Kreuzfahrern, nicht? Das habe auch ich getan, versucht mir über mich selber klar zu werden, in meinem Verhältnis zur Nation und so weiter und so fort. Aber dann hatte ich auch den Vorteil, ich war ja auch Amerikaner, ich war amerikanischer Bürger und fühlte mich als Amerikaner. Nicht? Fühlten Sie sich als amerikanischer Jude oder als Amerikaner, der... Nein, als Amerikaner. Das Lager Paula war ein Stück Wüste inmitten der in diesem Teil Deutschlands üblichen, heiteren Landschaft grüner Hügel. Es waren keine Zeichen notwendig, um denen, die dieses Lager betraten, zu sagen, so viele sind hier schon gestorben, auch dir werden sie das Mark aus den Knochen saugen
Und auch du wirst auf dem Leichenhaufen enden. Die amerikanischen Soldaten fanden Tausende von Schuhen, ordentlich gestapelt. Ein Mausoleum aus Kinderspielzeug, ein Mausoleum aus Brillen. Ein ganzes Land, Deutschland, war bis in seinem innersten Kern von der Seuche durchsetzt. Dieses musste gesäubert und von Grund erneuert werden. Und wer sollte das tun, wenn nicht die ehemaligen Häftlinge, die sich durch Jahre hinter Stacheldraht einen moralischen Anspruch darauf erworben hatten. Denn sie hatten überlebt, den Peitschen und den Knütteln der SS zum Trotz. Sie gewannen den schwersten Kampf, den Kampf darum, dem Leben einen Sinn zu erhalten. Jenen Sinn nämlich, zu dessen Vernichtung die Nazis diese Lager errichtet hatten. Was haben Sie gewusst in Amerika schon von den Vernichtungslagern? Wir wussten schon. Es war eben unter Antifaschisten war das bekannt. Nicht in all seinen Ausmaßen in den früheren Jahren, aber später wusste man von Konzentrationslagern und von Massenmorden und so weiter. Das war also alles bekannt. Und keiner konnte sich da herausreden, er hätte nichts davon gewusst. Wenn wir es wussten, dann wussten die in Deutschland auch. Man näherte sich dem Ende des Kreuzzugs und an seinem Ende lag ein breiter, grauer, trüber Fluss, von dem die meisten nie etwas gehört hatten, die Elbe. Am anderen Ufer haben sich keine Heini-Soldaten eingegraben. Der große Verbündete steht dort, der auch einen langen Weg zurückgelegt hatte. Und das ist das Ende des Krieges, der nun endgültig und für alle Zeiten vorüber war. I'm very, very glad to have met you. Very glad indeed. Благодарим вас за помощь, которую оказали вы нам в войне против гитлеровской Германии. Thank you very much. We don't understand the Völlig klar für mich, dass von da an ausbrechen würde eine Zeit des ewigen Friedens. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Ich wusste, wenn die Russen und die Amerikaner im Krieg zusammenarbeiten können gegen einen gemeinsamen Feind, dann müssten sie auch zusammenarbeiten können danach, wenn dieser gemeinsame Feind geschlagen war. Unmittelbar nach Kriegsende geht die Truppe um Heim nach Bad Nauheim im Taunus. Von hier aus soll die deutsche Nachkriegspresse wieder aufgebaut werden. Heim ist einer der Redakteure der von der US-Armee herausgegebenen Informationsblätter in der amerikanischen Besatzungszone. Die Deutsche Allgemeine Nachrichtenagentur, kurz DANA genannt, ist das Nachrichtenbüro für die amerikanische Zone. Hier die Funkzentrale der DANA. Nachrichten aus allen Teilen der Welt laufen ein. Es sind täglich rund 160.000 Worte. Sie werden abgehört, auf Fernschreiber übertragen und vom DANA-Zentralbüro selbsttätig aufgenommen. Im Hotel Bristol ist die Redaktion für die Zeitungen, die sich die Aufgabe stellen, die Deutschen auf das Leben nach dem Krieg vorzubereiten, mit ihrer Schuld zu konfrontieren und Nachhilfe in Demokratie zu geben. Der Zufall hat es gewollt, dass ich sehr oft an den Knotenpunkten dabei war, wo sich etwas Neues entwickelte. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel in Luxemburg zum Beispiel. Eines Abends klopft es an meiner Tür und der Habe kommt herein mit einem Engländer in Uniform und stellt ihn mir vor als Richard Crossman. Richard Crossman war später Redakteur des Statesman und war ein Labour-Minister in einem englischen Kabinett. Damals war er also auch so eine Psychological Warfare-Figur auf der englischen Seite. Und er kam, um mit uns zu besprechen, wo machen wir Zeitungen in den besetzten Zonen, nicht?
Und ich erinnere mich, ich hatte in meinem Büro auf dem Regal stehen einen deutschen Schulatlas. Den nahmen wir runter und setzten uns zu dritt um den Tisch und dann strichen wir an. Also nach Essen muss eine, nach Köln muss eine, nach Bremen muss eine und so weiter und so fort, München. Und haben also all das, Sie müssen sich vorstellen, diese Improvisierung, nicht? Man hätte sich doch eigentlich denken können, sowas hätten die sich in Washington ein halbes Jahr vorher überlegen können. Aber nichts derart, das wurde immer nur improvisiert. Und wenn man also mithilft bei solchen Improvisationen, zufällig gründe ich also das Ganze, einer von drei Männern mit 30 Jahren, das Sergeant, gründe ich das gesamte Nachkriegspressewesen in der Bundesrepublik. Ist doch lustig, nicht? Es hing davon ab, was für ein Land das war, sein Vaterland, und was man daraus machte und wem es in Wirklichkeit gehörte und wer das Schicksal des Landes bestimmte. Die großen Schlagworte, so verführerisch und doch so nichtssagend, mussten reduziert werden auf wahre Werte, auf etwas Menschliches, Warmes, Echtes, das die Herzen tatsächlich ergriff, auf einen Ruf zur Tat. In Deutschland haben diejenigen, die einer Lebensart, wie wir sie uns denken, feindlich gegenüberstehen, eine Niederlage erlitten. Aber der Feind ist keineswegs endgültig vernichtet. Als ich dann langsam herausbekam, dass dieser gemeinsame Feind umworben wurde, nicht nur von den Amerikanern, auch von den anderen, nicht? Auch von den Amerikanern ganz besonders, das hat mich doch sehr gestört. Dann bekam ich also richtige Zweifel. Denn das war ja schon die Vorbereitung für den dritten Krieg, nicht? Der dann also kalt geführt wurde. Wann Aber war es das? War so, das war schon, die ersten, die mir das mitgeteilt haben, waren merkwürdigerweise die Deutschen, nicht? Ich habe deutsche Kriegsgefangene verhört, Offiziere, die haben mir gesagt, Herr Heim, oder die haben meinen Namen nicht gekannt, die haben gesagt, Sergeant, ihr Amerikaner seid ja verrückt, nicht? Was zerschlagt ihr uns? Ihr werdet uns sofort wieder brauchen. Ich habe sie ausgelacht, nicht? Hinterher habe ich mir gedacht, die haben also irgendwie einen Riecher gehabt dafür, nicht? Und so war es dann ja auch. Wir haben dann die ganze Re-Education und all das, das hörte sehr schnell auf, weil wir diese Leute ja wieder brauchen als Hilfstruppen, nicht? Und die Regierungen, die wir dann eingesetzt haben, das waren ja auch dann Typen, nicht? Also darf ich an Herrn Globke erinnern, den Adlatus von Adenauer, nicht? Den Autor der Judengesetze ausgerechnet, nicht? Das war ein großer und wichtiger Mann in der Anfangszeit der Bundesrepublik. Mit Wissen der Amerikaner. Aber natürlich haben die gewusst. Jeder Deutsche, der es irgend konnte, ernannte sich zum Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Es gehörte zum guten Ton. Befreiung? Man konnte das Wort nicht ernst nehmen. Andererseits haben wir gewisse Verpflichtungen. Wenn wir eines Tages von hier abziehen, wollen wir doch ein Land hinterlassen, in dem die Herren, die diesen Krieg herbeigeführt haben, ein für alle Mal erledigt und entmachtet sind. Ein Land mit einer neuen Ordnung. Ein amerikanisches Experiment. In diesem Klassenzimmer lernen Deutsche unter Leitung der Militärregierung verantwortungsbewusste Bürger zu werden. Sie lernen zum Beispiel die Aufgaben des Verkehrspolizisten. Verantwortungsbewusst erfüllt er seine Pflicht. Dieser hier ist eifrig dabei, ein nützliches Mitglied des neuen Deutschland zu werden. Indessen warten an anderer Stelle viele persönliche Probleme auf ihre Lösung. Wie bald, fragt sie, darf sie in eine andere Ortschaft fahren? In ihren Antworten sind die Beamten ebenso streng wie gerecht. War das für Sie eigentlich eine Enttäuschung, dass die Deutschen Sie nicht so sehr als Befreier begrüßten, sondern zunächst Doch, als Besatzer? Die haben so getan, als ob sie uns als Befreier begrüßen. Sie waren ja auch befreit, nicht? Der Krieg in den letzten Jahren war ja sehr unangenehm gewesen, nicht? Und die Amerikaner haben sie schon sowieso als Befreier begrüßt, nicht? Vor allen Dingen, weil sie Schokolade hatten und schöne andere Dinge auch.
Zigaretten. Demokratie, die wurde doch nur mit dem Kauf genommen. Demokratie, ich weiß nicht. Natürlich, es war eine... Sie sind sicher nicht also, so gierig gewesen auf die Demokratie wie auf die Schokolade, sagen wir so. Wie beurteilen Sie heute die Programme, die damals von den Amerikanern entwickelt worden sind für die Umerziehung? Ach, die waren ja ganz vernünftig, nicht? Bloß ist es, wie ich Ihnen schon sagte, anders gekommen, weil man die Deutschen als Hilfstruppen brauchte, nicht? Und da mussten sie ja, da sie wieder Troupiers, wieder Soldaten waren, mussten sie gehorchen, nicht? Und ein Soldat, der demokratisch handelt, der ist nicht so gut, der muss gehorchen, nicht? Parieren, Hände an die Hosen hat. Die Sprache wurde dann auch verstanden? Die wurde durchaus in Deutschland verstanden. Sie war ja niemals richtig abgeschafft worden. Der amerikanische Offizier wurde von widersprechenden Anweisungen aus Washington überschwemmt. Man erwartete Entnazifizierung und befahl, die Parteimitglieder in der deutschen Zivilverwaltung und Industrie zu entlassen. Aber trotzdem forderte man einen reibungslos funktionierenden Apparat, der doch von den Leuten abhing, die er an die Luft setzen sollte. Man verlangte von ihm die Wiederaufnahme des Betriebes der Stahlwerke, aber niemand sagte ihm, wer nun der Eigentümer sein und die Werke leiten sollte. Letztlich blieb alles beim Alten. Die Stahlwerke befinden sich noch immer in den Händen der früheren Eigentümer, die die Kanonen und die Munition hergestellt haben, mit denen die eigenen Männer getötet wurden. Die Verwaltung funktioniert, die Industrie funktioniert, nur die Demokratie funktioniert nicht. Als die amerikanische Politik sich gegen die Sowjetunion zu wenden beginnt, kehrt Heim nach New York zurück und verlässt die Armee. Aus Protest gegen den Koreakrieg und der antiliberalen Stimmung in den USA gibt Heim 1953 seine amerikanische Staatsbürgerschaft auf und seine Kriegsauszeichnung zurück. Sie sind dann in die DDR gegangen. Was wussten Sie zu dem Zeitpunkt von der DDR? Gott, ich wusste eine ganze Menge. Ich war doch eine Anzahl von Leuten, die ich von vor dem Krieg, also nach 33, aber vor Ausbruch des Krieges kannte, in Prag oder so. Die waren ja in die DDR gegangen und schrieben mir und erzählten mir und man hatte Berichte und so weiter. Und ich fand das also völlig gut oder sehr vieles fand ich sehr gut, was dort gemacht wurde und getan wurde. Und das war einer der Gründe, warum ich dann, als ich wegging aus Amerika, dann doch mich entschloss, nach vielen Zögern und vielen Wanderungen in die DDR zu gehen. Sie sind bis heute da geblieben und bleiben da? Oh ja, oh ja, oh ja. Nachdem ich also da so viele Auseinandersetzungen gehabt habe, wäre es schade, wenn ich nicht dort bliebe. Heim wird zunächst in der DDR mit offenen Armen empfangen. Der Versuch jedoch, die Ereignisse vom 17. Juni 1953 literarisch zu gestalten und zu veröffentlichen, scheitert. Das Buch und weitere Manuskripte müssen im Westen erscheinen. Heim wird aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, aber er lebt und arbeitet weiter in der DDR. Viele Ihrer Bücher sind dort erschienen, einige nicht. Ja. Unter anderem ist das Buch Schwarzenberg bis heute nicht erschienen. Richtig. Was hat Sie dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben? Naja, ich erfuhr, als ich in die DDR kam, durch einen Freund, der mein Anwalt war, der aber vorher stellvertretender Justizminister in Sachsen gewesen war, erfuhr ich von der Existenz dieser kleinen Ecke im Erzgebirge. Das war ein Landkreis, Schwarzenberg, dass das Gebiet nicht besetzt worden war. 7 Wochen lang. In Schwarzenberg errichten Kommunisten, Sozialdemokraten und parteilose Linke unmittelbar nach Kriegsende einen eigenen Staat, der demokratische und sozialistische Elemente miteinander vereint. Heute findet man in Schwarzenberg keine Spuren mehr von der Freien Republik, aber Heim hat den Gründern in seinem Buch ein Denkmal gesetzt. Sie sind namenlose kleine Leute, verkörpern aber nicht Duckmäuser oder Mitläufer, sondern eine andere Seite der deutschen Geschichte. Von Deutschland kommt ja der ganze Sozialismus her, nicht? Marx und Engels waren Deutsche, nicht? Und Lassalle war ein Deutscher.
Und die Deutschen haben 1918 eine Revolution gemacht, wenn auch keine perfekte, wenn sie die Revolution noch nicht durchgeführt haben. Und es ist also nicht so, dass die Deutschen alle immer die Hände an die Hosennaht legen. Blieb also doch nur das verdammte Volk und die Hoffnung, dass es, ausgestattet mit den rechten Lernmitteln, sich als lernfähig erweisen möchte und eines glorreichen Tages auch tatsächlich anfangen würde zu lernen. Utopie? Alle Verfassungen, verteidigte er sich vor den eigenen Zweifeln, waren utopisch. Demokratische zumindest. Das Buch ist erschienen vor 3-4 Jahren. Und neulich habe ich in einer Lesung dieses Verfassungskapitel vorgelesen. Ich hatte es lange nicht in der Hand gehabt. Und plötzlich sehe ich, es fällt mir also wie Schuppen von den Augen. Und das hat doch der Gorbatschow letzte Woche gesagt. Nicht? Nun will ich nicht behaupten, dass der Genosse Gorbatschow aus Schwarzenberg abgeschrieben hat. Das wäre also die Höhe des Ruhmes. Aber es zeigt, dass die Gedanken, die ich hatte, damals, als ich das Material in die Hände bekam und damals, als ich das Buch schrieb, parallel liefen mit Gedanken, die heute ganz aktuell und notwendig sind. Und das ist für einen Schriftsteller natürlich eine ganz interessante Beobachtung. Da, ich weiß nicht, also man klopft sich selber auf die Schulter. Es war ein merkwürdiges Gefühl, nicht? Also, einmal im Leben historisch richtig zu liegen.